In unserem Multiplayer-Special zeigen wir euch diesmal Homefront, Need for Speed Shift 2 und Tiger Woods PGA Tour 12. Der Mehrspielermodus von Homefront bietet auf den ersten Blick wenige Neuerungen. Vor Spielbeginn wählt ihr wie üblich einen der Spielmodi aus. Team Deathmatch, Bodenkontrolle oder Gefecht stehen zur Verfügung. Loggt euch ein und legt los. Fünf Klassen stehen euch dabei zur Auswahl. Je nach Geschmack lasst ihr es dann mit Maschinenpistole, Scharfschützengewehr oder Panzerfaust krachen. Nach jeder Runde erhaltet ihr Erfahrungspunkte, mit denen ihr langsam Rang für Rang aufsteigt. Außerdem könnt ihr mit den Punkten bessere Waffen, Visiere oder Ausrüstung kaufen. Und das ist auch bitter nötig, denn mit dem 7. Rang schaltet ihr den Battle Commander frei. Dieser erweitert die vorhandenen Spielmodi um ein Kopfgeldsystem. Das heißt, wenn es mal wieder einen gegnerischen Scharfschützen gibt, der langsam aber sicher euren gesamten Trupp ausschaltet, meldet sich der Battle Commander zu Wort. Er zeigt euch dann die ungefähre Position des Snipers auf der Karte und ihr macht euch dann auf die Suche nach ihm. Im Gegenzug erhält der Gejagte allerhand Boni, wie Splitterschutzwesten oder schnelleres Laufen, die ihm sein Überleben sichern sollen. Zudem habt ihr die Möglichkeit mit den sogenannten Battle Points, die ihr euch während einer laufenden Runde verdient, Drohnen, Panzer oder Hubschrauber zu kaufen. Ihr setzt euch dann an den Steuerknüppel eines Mini-Hubschraubers oder eines waschechten Kampfhubschraubers und nehmt die Gegner aus der Luft ins Gesicht. Dadurch wird das Spiel sehr viel taktischer. Die Battle Points verfallen aber nach jeder Runde, zu lange sparen macht also keinen Sinn. Der Battle Commander ist die große Stärke von Homefront gegenüber anderen Multiplayer-Shootern wie Call of Duty oder Medal of Honor. Denn durch das Kopfgeldsystem wird's persönlich. Es heißt, fressen oder gefressen werden. Shift 2 ist ein großartiges Rennspiel. Es bietet neben dem tollen Einzelspielermodus auch einen umfangreichen Mehrspieler. Hier könnt ihr euch in schnellen Runden oder in der Duellmeisterschaft mit Gegnern aus aller Welt messen. Wirklich blöd ist dabei nur, dass die meisten Rennen so starten. Oder so. Oder so. Wir können keine 5 Meter fahren, ohne von einem übermotivierten Raser gedreht zu werden. Die Spitzenposition ist so unerreichbar. Wenn man aber das Glück hat, wirkliche Rennfahrer und keine Demolition Derby Rednecks zu finden, dann machen die Rennen wirklich Laune. Harte Positionskämpfe bedeuten dann Adrenalin pur. Das Spiel ruckelt dabei zu keiner Zeit. Das ist natürlich großartig, wir vermuten aber, dass einfach zu wenige Spieler sich den Stress eines Online-Crash-Derbys antun wollen. Im neuesten Teil der Tiger Woods-Reihe steht euch ein üppiger Online-Modus zur Verfügung. Darin könnt ihr an täglichen Herausforderungen teilnehmen, historische Turniere nachspielen oder einfach nur ein schnelles Spiel gegen einen zufälligen Gegner machen. Die Live-Tournaments sind dabei am spannendsten. Hier messt ihr euch mit Spielern aus aller Welt auf ständig wechselnden Kursen und sammelt in den Events Erfahrungspunkte für euren Charakter. Am generellen Spielprinzip ändert sich dabei aber wenig. Ihr steht immer noch alleine mit eurem Caddy auf dem Grün und versucht den Ball ins Loch zu hauen. Eure Ergebnisse werden dabei im EA GamerNet gespeichert. Dort vergleicht ihr recht komfortabel eure Statistiken mit denen anderer Spieler und seht zum Beispiel, wie viele Schläge sie für den Kurs gebraucht haben.